Ja, kritische Marktsituationen kommen und gehen. Es ist ja nicht so, dass die Finanzentwicklung ein ruhiges Geschäftsfeld wäre. Sie müssen aber auch gehen, wenn sie gekommen waren. Unsere Grafik zeigt, dass einige der Entwicklungen, die gekommen waren, nicht wieder gegangen sind. Wir blicken hier auf die Gesamtverschuldung von ausgewählten Staaten der G20-Gruppe. Ja, was macht diese Situation jetzt so gefährlich? Da müssen wir uns noch mal kurz ins Gedächtnis rufen, Griechenland nach 2008. Das Land gerät an die Grenze der Zahlungsunfähigkeit, muss sich unter verschiedenste Rettungsschirme flüchten. Die Folge, die EZB, der Internationale Währungsfonds, belasten die griechische Ökonomie mit außerordentlichen Forderungen, die zu einer Verelendung breiter Landstriche, Bevölkerungskreise führen. Es ging so weit, dass in Athen abends die Laternen ausgeschaltet waren in den Nebenstraßen, nur die Hauptstraßen waren beleuchtet. Also eine wirklich dramatische Gesamtsituation. Schluss mit Erinnerung, wenn da jetzt eine neue Krise auf uns zukäme, Brexit, heißer Handelskrieg, Türkei gerät in die Zahlungsunfähigkeit, Italien, all diese Länder stehen in kritischen Situationen, dann werden reihenweise Staaten, die ohnehin eine hohe Staatsverschuldung ausweisen, in die Zahlungsunfähigkeit geraten oder wenigstens von ihr bedroht werden. Das ist die Gefahr, die da auf uns zukommt. Und das ist auch der Grund, warum wir davon sprechen müssen, dass 2008 eben nichts gerettet worden ist, sondern eine Krise quasi verschoben worden ist. Man hat sich Zeit gekauft, hat man sie genutzt.